Ja, bitte. Sag mal, die meisten, die aus dem Flughafen stolpern, wie sehen denn die denn untenrum aus? Keine Schuhe. Und dann so eine dreckig, gräulich weiße Jogginghose. Das Problem ist, man sieht ihre Tätowierung. Ja, was soll ich machen? Die kann ich jetzt schlecht weglasern lassen. Ja, das könnte die sein. Gehe ich also als Bambi durch. Ja, sie sollten vielleicht die Sonnenbrille noch ablegen. Und soll ich den Wagen vorfahren? Ja, fahren wir mal irgendwo verdeckt zum Flughafen, wo ich dann rauskommen kann, ne? Und dann rufe ich mir da ansonsten mal ein Taxi, falls da einer sein sollte. Okay. Hallo? Was geht an, Bruder? Bin neu, Bruder. Was ihr Plan? Der Herr? Ich mache ein Bambi-Tour vielleicht, wenn mich einer findet, mache ich ein Tour, weißt du, von den Bambis. Achso, warten Sie, ich kann Ihnen ein bisschen Geld geben, damit Sie sich mal ordentlich an. Nee, ist kein Problem, Bruder. Aber ich habe nicht mehr, mein Ziehpapa will mir nicht mehr geben. Vielleicht bei einem Bambi-Tour kriege ich mehr Geld, Bruder, weißt du. Okay. Und dann werde ich ein Praktikum machen bei einem Gang. So ein Gangschnitt-Praktikum, weißt du, so vielleicht bei so einem Grove Street oder so bei so einem Blood Street oder ein Purple Street oder so etwas, weißt du. Vielleicht ging ich zur Grove Street einmal, hä? Einmal zweimal Grove Street, hä? hallo Chef! Nein! Oder ich bin ein harter Rocker. Ich möchte... Ich habe gehört, es gibt hier mehrere Motorradclubs und da möchte ich mich bewerben. Der Nordic MC sucht noch Leute. Hab gehört, es gibt den Nordic MC. Und ich werde ihn wieder aufbauen. Nordic, au. So, ich habe meine Identität. Wir können zum Flughafen. Ja, viel Erfolg. Danke. Wollen Sie noch beim Friseur vorbei vielleicht? Nein. So ein bisschen zu verschallen lassen. Nein, scheiß drauf. Ich als Chef vom Nordic MC kann meine Haare tragen, wie ich das möchte. Ja. Hey Raffi, willst du mit mir zusammen undercover gehen? Was? Willst du mit mir undercover gehen? Was hast du jetzt wieder vor? Ja oder nein? Was hast du vor? Gehst du mit mir undercover oder nicht? Was du vorhast? Sag ich dir, wenn du mir eine Antwort gibst. Vielleicht. Okay, fahr mal zum Crusaderhof erstmal. Ich komm vorbei. Okay. Hi. Teufel. Mein Name ist Bernd Nordic vom Nordic MC. Oh nein. Guten Abend. Ich bin hier in den Staat gekommen, um einen neuen Motorradclub aufzubauen. Ich brauche Leute, die mit mir undercover gehen, weil sie mit mir den neuen Motorradclub aufmachen wollen. Ja, also pass auf, es geht darum, es gibt irgendwelche Bambi-Touren-Dudes, die wohl auch Leute am Flughafen abfangen und so, wenn die neu sind. Und die zeigen den Leuten dann den ganzen Staat. Das ist richtig. Und dabei geht es darum, dass die Leute wohl an meinem Haus halten und am Haus von Luis und Alessio halten und den Leuten ziemlich gequirlten Bullshit über mich sowie über meine Leute erzählen. Weißt du, was das Problem dabei ist? Was denn? Das sind meines Wissens nach Medics, die mich alle kennen, die da auch gratis Hotelzimmer für die ersten 6 Wochen am Bambis geben. Liv, gehst du mit mir undercover? Das Ding ist, dass ich halt aber auch sehr viele von denen kenne. Du passt gut in den Nordic MC. Wurde damals gezwungen, bei der Kacke mitzumachen. Weil ich der Prospect war zu der Zeit, Ryan. Ja. Und war gut? Nein, war scheiße. Da war schon gut. Wir hatten Roller. Bitte was? Wir waren der Nordic MC. Die Roller haben uns sehr lange verfolgt. Ja. Ich glaube, wieder... einer bleibt hier. Jäger, du musst hier warten, bis du wieder abgeholt wirst. Wir brauchen die Plätze. Haha, Glatzi. In dem Sinne haben wir Jürgen aufgegabelt und keine Ahnung. Genau, ihr habt einfach mich am Flughafen gefunden gerade und ihr habt die ganze Zeit im Flughafen gechillt. Ihr seid nur einmal zwischendurch einkaufen gegangen für Klamotten oder habt ihr aus dem Duty-Free-Shop oder weiß ich nicht. Okay, dann mach du einen Abgang, Valeska. Wir rufen uns ein Taxi und im Zweifel rufen wir gleich Jäger an, damit der uns hier wen hinschickt. Okay. Sollen wir noch so eine Tasche mitnehmen? Vielleicht sind ein paar Socken drin. Ich habe keine Schuhe. So, ich rufe jetzt ein Taxi an. Sag für 3 Personen. Aber leider ist da keiner. Die Telefonzentrale hat einen Simulcast-Apparat. Wie kann ich helfen? Hallo, hier ist Jürgen. Hallo, Jürgen. Hola, Jürgen. Leider ist das falsch, wo ich gerade anrufe. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen. Ich versuch's. Ich bin gerade eingereist. Ja. Und ich wollte mir ein Taxi rufen.
Ja. Aber es ist keins da. Sie können entweder mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht treffen Sie einen freundlichen, netten, couragierten Herrn oder Frau im Staat, die Sie hinbringen, wo Sie hinwollen. Ein Fahrrad? Ja. Ein Fahrrad ist eine gute Idee. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Leck mich, ich werde kein Fahrrad fahren. Ich auch nicht. Oh Gott, es ist ein Camacho, da kann er uns nicht drin umbringen. Es wird ein Camacho, wenn du es damit hinkriegst, dann, also, dann kannst du dir echt, keine Ahnung, eine Medaille geben lassen dafür. Die ganze Frontal irgendwo vorsetzen und dir passiert nichts. Das Ding ist ein Panzer. Ja, eben. Gott. Gehen wir uns mal umziehen, oder? Was geht? Guten Abend. Ich entfuhre den jetzt. Warum zum Fick? Keine Reaktion. Warum hält uns keiner auf? Ich weiß es nicht. Lass uns mal bitte gerade ganz kurz genau so, genau hier bleiben. Okay, mit dem Messer? Ja. Okay. Unterdrückt. Kommst du mal ins Casino bitte, rein? Ja, bin gerade unten bei MJ, was ist los? Komm mal vorne zu dem Eingang bitte. Ah, sag mir nicht, dass der Penner immer noch da steht, oder? Nee, darum geht's nicht, komm einfach mal her. Okay, bis gleich. Also. Ich glaube, wir haben geschlafen. Wir probieren das nochmal. Wir gehen einmal raus und einmal wieder rein. Wir wollten jetzt doch warten. Entschuldigung. Was denn? Kurz, wer sind Sie bitte? Ich bin Jürgen. Hola. Okay, das Auto müsste da bitte weg. Das ist Parkplatz für das Management. Oh, das habe ich nicht gewusst. Sie können den Parkplatz unten, den öffentlichen, nutzen, bitte. Selbstverständlich. Ich gehe kurz eine Runde spielen, dann bin ich sofort aber weg. Nicht in dem Outfit, bitte. Warum? Casino, bitte, Abendgarderobe. Und auch Abendgarderobe. Ich habe keine Abendgarderobe. Ich habe 4.000 Dollar. Und ich mache jetzt mehr da draus. Das sind leider die Hausregeln. Ich gehe erst mein Geld verdoppeln. Locker irgendwo da hinten, komm. Wollen wir gehen gucken? Erst das. Dann kann ich mir auch Kleidung zulegen. Entschuldigung, würden Sie bitte erst das Auto umparken? Ansonsten muss ich den abschleppen lassen. Nur 5 Minuten. Kein Problem. Nein, keine 5 Minuten. Bis der Abschlepper da ist, sind wir auch fertig. Wenn ich draußen bin, wird das Auto abgeschleppt. Wo gibt es die 100 Dollar? Wo gibt es die großen Tische? Hallo, Herr Hellblum. Kann ich Ihnen helfen? Guck mal, hier gibt's was zu trinken. Boy. Freigetränke. Ui, Wodka. Hellblum? Ja, bitte. Wer ist der Typ, der an der Tür stand? Thomas wahrscheinlich. Wollt ihr mich komplett verkacken? Warum? Was ist denn mit dem? Typ, der an der Tür stand, komm mal ran. Willst du mich komplett verkacken? Nein. Wie nein? Augenscheinlich willst du mich komplett verkacken. Warum kommt denn ein Typ in dem Nikolaus-Kostüm mit einem anderen Typ im Messer und einer bedrohlich ausschauenden Dame überhaupt in das Casino rein? Kaffee, kannst du mich bitte erschießen? Oh, ja. Warum kann ich hier so reinlaufen? Nein! Oh Gott, das ist wahnsinnig. Du hast doch gesagt. Nee. Ich habe gedacht, hier gibt es einen gewissen qualitativen Standard. So, ich gehe mich umziehen. Reden wir drüber. Ich mache jetzt alleine eine Tour einfach zum Kleidungsladen und guck mal, ob ich da was finden kann. Okay, wenn was ist, dann sag einfach Bescheid, ja? Ja. Valeska, bringst du die beiden bitte zum Crusaderhof? Ja, wir laufen. Wir können auch laufen. Wir können nur gefahren werden. Kann ich das Geld wirklich behalten? Oder ich fahre das Auto vor. Du hast ihm das Geld abgenommen jetzt wirklich? Ja. Raffi! Er hat es dreimal gesagt! Entschädigung für heute. Hi. Oh, hallo. Bin ich Scherbe getreten, oder? Ich habe einen Stich mit einem Messer gekriegt eben. What? Ja, bin eingereist und am Flughafen stand einer mit dem Messer, der mein Geld haben wollte. Dann habe ich mich gewehrt und er hat mich angestochen. Hat mir mein Geld nicht abgenommen und mir danach so ein großes Fahrzeug ausgeliehen, als Entschuldigung. Immerhin, ne? Ich habe zwar keinen Führerschein, aber das geht schon. Auto fährt mit Sprit, nicht mit Führerschein. Richtig. Jetzt muss ich mir erstmal ein paar hübsche Klamotten kaufen.
Bitteschön. Oh, das ist sehr großzügig. Das ist kein Problem. Danke. Wie ist dein Name? Mein Name ist Nick. Nick, ich bin Jürgen. Hallo Jürgen. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo Jürgen. Wie ist dein Name? Ja, ich bin Freddy, hallo. Freddy, freut mich auch, dich kennenzulernen. So, der hier gibt mir was Hübsches zum Anziehen, oder? Ja, garantiert. Der hat immer super Klamotten hier. Oh. Also für den Anfang reicht's. Okay, super. Danke, Mann. Du hast mir sehr geholfen. Wenn ich irgendwann den größten Motorradclub in ganz Los Santos leite, werde ich auf dich zurückkommen. Das ist gar kein Problem, Jürgen. Die Fahrschule ist meistens immer oben im Norden von der Stadt. Okay, dann werde ich da mal hinfahren. Danke für eure Hilfe. Gar kein Problem, Jürgen. Okay, haut rein, macht's gut. Jo, mach's gut, Jürgen, ciao. Nein. Einen wunderschönen guten Tag. Der Fahrer, einmal bitte den Zimtschlüssel abziehen, aussteigen und dann zu uns auf den Bürgersteig kommen. Na klar. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Hätten Sie einmal einen Ausweis und einen Führerschein für mich? Selbstverständlich. Moment. Halten Sie, irgendwo habe ich einen Führerschein. Irgendeiner ist nicht die richtige. Ich hätte gerne den B-Führerschein. Pilotenschein. Nee. Nicht ganz richtig. Bootsführerschein. Auch nicht. Regnet zwar und ist nass, aber Boot ist es trotzdem nicht. Okay, dann diese hier. Das klingt gut. Erst einmal, haben Sie auch noch einen Ausweis? Nein, ich heiße Jürgen. Jürgen, okay, verstehe. Der Kollege kümmert sich dann um Sie. Ich guck mal kurz. Hallo, ich bin Jürgen. Morris, Detective Morris. Herr Morris, ich bin undercover, ihr stört mich. Ja, dann fahr doch nicht über Rot. Ja, ich hab ja nicht gewusst, dass ihr Bullen seid. Das fällt doch auf. Ja, nicht von hinten. Aber komm, ich sehe aus wie ein voll krasses Bambi, oder? Ja, ich hab mir auch jetzt gerade schon gedacht. Bis eben... Mit der Camacho? Ja, den habe ich mir ausgeliehen von zwei Typen, die mir eben gerade einen Stich gegeben haben am Flughafen, als ich eingereist bin, als ich in meinem Nikolaus-Kostüm da stand. Ich gebe Ihnen mal kurz Ihre Papiere zurück. Ja, danke. Das wird mir vorgeworfen. Überfahren einer roten Ampel. Ich weiß, es tut mir sehr leid, das wird nie wieder vorkommen. Leichte Geschwindigkeitsübertretung wird auch nie wieder vorkommen. Fahren auf der falschen Fahrbahn. Ich musste irgendwie die Polizeiauto ausweichen, was an der Ampel stand. Also das ist tatsächlich jetzt nicht Vorsatz gewesen, sondern eine Sicherheitsmaßnahme, damit ich nicht von hinten auf Ihr Auto drauf fahre. Dann fahr weiter. Sieh zu, dass okay. Gemeldet wird. Ja, ich fahre jetzt auch zur Fahrschule. Ich mache jetzt einen Führerschein. Aha. Okay, macht's gut. Ciao. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jürgen, bin ich hier richtig bei der Fahrschule? Sie sind hier richtig bei der Fahrschule, ja. Arbeiten Sie hier? Ich arbeite hier. Ich könnte einen Führerschein gebrauchen. Sie haben also noch keine theoretische Prüfung gemacht, richtig? Ich bin eben gerade eingereist. Ja, es ist ungünstig, denn heute biete ich leider nur praktische Prüfungen an. Ich habe gestern erst komplett nur Theorie gemacht. Wir können die Theorie überspringen. Sie können die ganzen theoretischen Sachen schon, sind Sie sich sicher? Mit Sicherheit. Ganz sicher? Nein. Okay. Ich habe eben gerade fast einen Unfall mit diesem Fahrzeug gebaut, was man mir ausgeliehen hat, welches ich ohne Führerschein in der Gegend herumbewege. Ja, man sieht es schon, mit einem Parken, das klappt auch noch nicht so ganz gut. Es hat mir keiner beigebracht. Eieiei. Dann ist das ungünstig. Dann würde ich Ihnen jetzt nur ungern direkt die theoretische Prüfung in die Hand drücken, weil ich glaube, da fehlt es vielleicht auch noch an so ein paar Kenntnissen. Ich würde morgen wieder Theorie anbieten. Könnten Sie auch morgen nochmal hierher kommen? Morgen ist es schlecht. Übermorgen hätte ich Zeit. Okay, dann machen wir Samstagabend. Dann können Sie sich gerne hier einfinden. Wie viel Uhr soll ich kommen? Ich würde einen Rundfunk rausschicken. Ich denke mal so zwischen... Sagen wir mal 20 Uhr, so um den Dreh. Okay, dann werde ich vorbeikommen. Machen wir so. Okay, dann fahre ich erstmal wieder. Ja, aber lassen Sie sich nicht erwischen. Schönen Abend. Dankeschön, schönen Abend noch.
so fast. Oh.